Heute betrachten wir eine bedeutende, jedoch unbekannte Geschichte über den Mann, der einst England rettete. Er war ein eher unwahrscheinlicher Held, von untersetzter Statur, gerade mal 1,70 Meter groß. Er hat weder jemals eine Waffe getragen, noch war er ein großer Autor oder Kämpfer. Dennoch, er hat England gerettet. Und ohne ihn wäre die Welt, wie wir sie heute kennen, eine ganz andere. Dieser Platz ist einer der größten öffentlichen Plätze der schönen Stadt Paris. Sein Name ist Place de la Concorde, was so viel wie Platz der Eintracht bedeutet. Aber nur wenige der tausenden Touristen, die hierher kommen, können sich den unbeschreiblichen Terror vorstellen, der hier vor etwa über 200 Jahren ausbrach. Zur damaligen Zeit war der Platz unter dem Namen Platz der Revolution bekannt. Als sich das 18. Jahrhundert dem Ende zuneigte, war die Herrscherklasse in Europa absolut unehrlich und prinzipienlos. Die menschliche Moral erreichte überall ihren Tiefpunkt. In Frankreich resultierte dies in einer blutigen Revolution auf den Straßen. Das französische Volk verwarf auf dramatische Weise alle traditionellen, weltlichen und religiösen Autoritäten. Sie wollten sich sowohl der Aristokratie als auch jeglichem christlichen Einfluss entledigen. Eine gesetzlose und teuflische Moral ergriff die Macht. In nur einem Jahr, zwischen 1793 und 1798, wurden mehr als 16.500 Menschen in Frankreich getötet. Es gab keine Gerechtigkeit, nur falsche und inszenierte Verhandlungen. Hier, auf diesem Platz, wurde auch die neu erfundene Hinrichtungsmethode durch die Guillotine erstmals durchgeführt. Sie wurde zu einer populären Unterhaltungsmethode für den Mob. Hier strickten die Frauen von Paris in aller Ruhe, während neben ihnen die Köpfe rollten. Der Kopf von König Ludwig XVI. Und der von Marie Antoinette zählten zu den berühmtesten Enthauptungen. Die Zeit wurde die Herrschaft des Terrors genannt. Aber die Geschichte, die ich heute mit euch teilen möchte, fand auf der anderen Seite des Ärmelkanals in England statt. Hier gab es einen beträchtlichen Bevölkerungsanteil, der sich Frankreich anschließen wollte. Die Mehrheit war jedoch dagegen. Und so wurde England gerettet. Dies ist zumindest in Teilen auf einen oft unerwähnten Helden namens John Wesley zurückzuführen. Unsere Geschichte beginnt heute an einem der friedlichsten Orte in England. Ich bin hier in einem Dorf namens Epworth, nördlich von London. Hier in dem alten Pfarrhaus wurde John Wesley geboren und großgezogen. Er war das 15. von 19 Kindern seiner leiblichen Eltern Susanna und Samuel Wesley. Sein Vater war Pfarrer dieser anglikanischen St. Andrews Kirche. Damals war die Sterblichkeit im Kindesalter hoch, weswegen Eltern versuchten, möglichst viele Kinder zu bekommen, um darauf zu hoffen, dass wenigstens einige von ihnen überleben. Tatsächlich starben 9 von Johns Brüdern und Schwestern noch in ihrer Kindheit. Somit galt es, noch 10 Kinder zu versorgen. Mit so vielen Kindern war die Hauptsorge von Johns Eltern, wie sie die Familie ernähren konnten. Hinzu kam, dass Samuel nicht mit Geld umgehen konnte. Es kam sogar so weit, dass er einige Monate nach der Geburt von John Wesley wegen seiner Schulden ins Gefängnis musste. Als John Wesley 5 Jahre alt war, ging das Pfarrhaus eines Nachts in Flammen auf und brannte nieder. Es gelang Samuel, seine Frau und Kinder nach draußen zu bringen, aber in dem ganzen Durcheinander bemerkte niemand, dass der kleine John noch in seinem Bett schlief. Samuel versuchte, zurück ins Haus zu kommen, um sein Kind zu retten, aber die Treppen waren durch die Feuerbrunst bereits eingestürzt. In seiner Verzweiflung blieb ihm nur noch übrig, niederzuknien und Johns Leben Gott zu überantworten. In der Zwischenzeit war John aufgewacht und hatte es auf wundersame Weise geschafft, auf eine Kommode zu klettern und das Fenster zu öffnen. Schnell bildeten die Nachbarn eine menschliche Leiter und nahmen ihn vom Fensterbrett, kurz bevor das lodernde Dach in sich zusammenstürzte.
Nach dieser Erfahrung hatte Wesley immer geglaubt, dass er wie ein Holzscheit vor dem Verbrennen aus dem Feuer gerettet wurde. Seine Mutter glaubte, dass er von Gott auf wundersame Weise gerettet wurde, um eine große Aufgabe zu erfüllen. Als das Pfarrhaus wieder aufgebaut wurde, benutzte man Ziegelsteine, da es vorher bereits zweimal abgebrannt war. Dies ist somit tatsächlich das Haus, in dem John Wesley aufwuchs. Susanna versuchte Geld zu sparen, indem sie ihre Kinder zu Hause unterrichtete. Sie führte praktisch eine Wesley-Familienschule. Ihre Schulzeit war 6 Tage die Woche von 9 bis 17 Uhr mit nur einer Mittagspause. Die Bibel war ihr einziges Lehrbuch und Susanna brachte die Kinder dazu, große Textpassagen oder auch ganze Bücher auswendig zu lernen. Susanna Wesley war eine erstaunliche Frau und sie hatte den stärksten Einfluss auf Johns Leben. Durch das Beispiel seiner Mutter baute John sein Gottvertrauen auf. Und er lernte auch, was es bedeutete, ein diszipliniertes christliches Leben zu führen. Am 14. Juni 1720 begann John seinen Unterricht in Christchurch, damals eines der führenden Colleges an der Oxford-Universität. Wesley stammte aus einer langen Ahnenschaft, etablierter Kirchenleiter, aber er war sich nicht sicher, ob dies das Richtige für ihn wäre. Deshalb dachte er darüber nach, was er tun müsste, um Gott zu gefallen. War es genug, an Jesus zu glauben? Oder mussten Christen gute Taten vollbringen, um zu beweisen, dass sie erlöst sind? Er sprach mit vielen Menschen darüber, fand aber keine Antwort auf seine Frage. Trotz seiner Fragen und Unsicherheiten entschied er bis zu seinem Abschluss im Jahr 1724, dass seine Zukunft in der Kirche lag. Er schrieb sich daraufhin in ein Masterprogramm an der Uni ein, um sich auf das Pfarramt vorzubereiten. Im Jahr 1725 wurde er als Pfarrer der Kirche von England ordiniert und unterrichtete an einem der kleinen Lehrstühle namens Lincoln College, welches sich direkt im Herzen des alten Oxfords befindet. Lincoln College ist ein architektonisches Juwel, dessen efeubedeckten Gemäuer die Geschichte förmlich atmen. Man kann sich hier den jungen John Wesley vorstellen, wie er an den gepflegten Rasen und Gärten auf seinem Weg zum Unterricht vorbeieilte. Er wurde zum Ehrenmitglied des Lincoln College ernannt. Noch heute gibt es einen Wesley-Raum, der ihm gewidmet ist. Zudem stellte man eine Gedenktafel im Schiff der Kapelle auf, welche den tatsächlichen Standort von Wesleys Zimmern markiert. An der Mauer einer der Studentenunterkünfte auf dem Campus befindet sich eine Büste von John Wesley und sein Name ist in die Glastüren der beeindruckenden Kapelle eingraviert, um an seine Zeit hier zu erinnern. Inzwischen studierte sein Bruder Charles auch an der Oxford-Uni und gründete einen Club für Leute, die ein gottgefälliges und christliches Leben führen wollten. John wurde schnell zum Leiter des Clubs gewählt. Weil damals die Geistlichkeit in Oxford wenig zählte, wurden John und Charles verspottet und ihr Club als Club der Heiligen abgewertet. Doch gemessen an den heutigen christlichen Standards, meine ich, waren sie tatsächlich sehr ambitioniert. Sie trafen sich täglich für 3 Stunden, fasteten 2 Tage die Woche und beteten sogar jede Stunde. John entwarf sogar eine Checkliste, welche die Leute täglich durcharbeiten sollten, um sowohl ihr eigenes Verhalten als auch das der anderen Clubmitglieder zu überprüfen. So sollten sie einander anspornen, auf dem schmalen Pfad zu bleiben. Weil ihr religiöser Ansatz so methodisch war, begannen die Menschen sie spöttisch Methodisten zu nennen. Eigentlich war es John ganz egal, wie sie genannt wurden. Für uns ist John Wesleys Ansatz zum Christentum schnell als zu streng deklariert und wahrscheinlich war er es auch. Aber man muss sich über die damalige Zeit und Gesellschaft bewusst sein. Es war eine Zeit, in der das geistliche Leben stark abgenommen hatte und in der England dieselben chaotischen Zustände wie in Frankreich drohten. Doch was als nächstes passierte, sollte John bis ins Mark erschüttern. John war in die Kolonie Savannah in Georgia in Nordamerika eingeladen worden. Er sollte dort eine Stelle als Vikar in der Kirche antreten. John begeisterte die Idee, als Missionar unter den Indianern zu arbeiten.
So fuhren er und sein Bruder Charles auf einem Schiff in eine neue Welt. Eine Gruppe von Christen, die sich Mährische Brüder nannten, begleiteten sie. Diese stammten ursprünglich aus Böhmen, dem heutigen Tschechien. Eines Nachts waren John und die anderen Passagiere stark verängstigt, da ein heftiger Sturm ausgebrochen war. Meterhohe Wellen rollten über das Schiff, der Mast brach in zwei und die Segel zerrissen in Fetzen. Als John jedoch losging, um nach seinen neuen mährischen Brüderfreunden zu sehen, fand er sie friedlich zusammen Kirchenlieder singen. Sie sagten ihm, dass sie keine Angst hätten zu sterben. Ab diesem Zeitpunkt wusste John Wesley, dass ihm trotz all seiner religiösen Disziplin und all seinen guten Werken etwas fehlte. Vielleicht das Wichtigste. Obwohl er Pastor war, hatte er noch nicht für sich entdeckt, was einen wahren Glauben ausmachte. Diese Einsicht sollte ihn noch die nächsten Jahre quälen. In Savannah, in der neuen Welt, dem heutigen Staat Georgia, versuchte John seine streng religiöse Art seiner neuen Kirche aufzuerlegen. Natürlich führte dies dazu, dass ihn niemand mochte. Schlimmer noch, seine Kirche litt darunter. Eine Regel, die John für sich selbst aufstellte, war, niemals zu heiraten, so dass er sich ganz auf seine religiösen Pflichten konzentrieren könne. Aber während er in Savannah war, verliebte er sich in eine junge Frau namens Sophia. John wurde Tag und Nacht von seiner Liebe zu Sophia und seinem Schwur, niemals zu heiraten, gequält. Letztendlich heiratete Sophia einen anderen Mann und John war in einer schlimmen Verfassung, weil er sie verloren hatte. Es ging so weit, dass er sich öffentlich bloßstellte und deswegen die Siedlung mitten in der Nacht verlassen musste. Die Bewohner errichteten John Wesley zwar im Zentrum von Savannah eine Statue, aber nur 2 Jahre nachdem er dort angekommen war, begab sich John als gebrochener Mann zurück auf den Weg nach England. Auf der Rückreise wurde er nicht nur seekrank, sondern auch schwer depressiv. Er zweifelte an allem, woran er vorher geglaubt hatte. Er hatte Angst davor, in England anzukommen. Wie sollte er seiner Familie und Freunden gegenübertreten? Wie sollte er als Pastor weiterarbeiten, wenn er selbst nicht mehr wusste, was er glauben sollte? Für Wesley war die Reise zum wahren Glauben keine einfache. Als er wieder in England ankam, dachte er an die mährischen Brüder, die inmitten des Sturms solch einen Frieden hatten, und er verbrachte viele Tage im Gespräch mit ihnen. Als Johns Bruder Charles die Erlösung allein aus Glauben für sich annahm, also als reines Geschenk Gottes, war John sehr wütend auf ihn. Aber ein Ereignis bewirkte, dass John seine Einstellung änderte. Er teilte das Evangelium mit einem Mann im Gefängnis, der am nächsten Tag zum Tode am Strang verurteilt war. John sah, wie der Mann die Erlösung durch Jesus annahm. Und dadurch erkannte er für sich selbst die Wahrheit über die Erlösung. Der Gefangene hatte gar keine Zeit, gute Werke zu tun, um zu zeigen, dass sein Glaube echt war. Er sollte am nächsten Tag gehängt werden. John erkannte, dass Gottes Liebe groß genug war, um Leute zu retten, ohne dass sie sich auf ihre guten Werke verlassen müssten. Seine wahre Bekehrung jedoch fand erst am 25. Mai 1738 statt, während er bei einem Treffen der mährischen Brüder in der Aldersgate-Straße in London war. Heute erinnert ein Schild an dieses wichtige Ereignis im Leben von Wesley. An diesem Tag wurde ein Teil von Martin Luthers Kommentar zum Römerbrief offen vorgelesen und John Wesley schrieb dazu folgenden Eintrag in sein Tagebuch. Während er beschrieb, wie Gott die Veränderung im Herzen durch den Glauben an Christus bewirkt, fühlte ich, wie mir seltsam warm ums Herz wurde. Ich fühlte, dass ich allein auf Christus vertrauen sollte. Christus, meine Erlösung. Und mir wurde die Zuversicht gegeben, dass er auch meine Sünden weggenommen hatte und mich vom Gesetz der Sünde und des Todes errettet hatte. Endlich hatte er dauerhaften Frieden für sein Herz gefunden. Und endlich hatte er die Bedeutung von wahrer Religion gefunden. Endlich konnte er Gott ohne Angst gegenübertreten und ohne sich auf seine eigenen strengen Werke zu verlassen. Dies war der Wendepunkt im Leben von John Wesley. Ohne diese dramatische Kehrtwende wäre Wesleys Name im Laufe der Geschichte vergessen worden.
John Wesley wäre sonst niemals der Mann geworden, der England gerettet hat. John hatte endlich seinen Herzenswunsch entdeckt, ein echter Christ zu sein. Und er fühlte sich bewegt, auch anderen davon zu erzählen, wie sie durch Glauben gerettet werden könnten. Er verstand, dass wahre Heiligkeit, die richtige Art zu leben, nur dann eintreten konnte, wenn er Jesus wahrhaftig als seinen Retter angenommen hatte. Jetzt vollbrachte er all seine guten Taten nicht, um gerettet zu werden, sondern weil er gerettet wurde. Wesley machte es zu seiner Lebensaufgabe, anderen davon zu erzählen, und seine Botschaft veränderte England von Grund auf. Ab diesem Zeitpunkt begann Wesley auf seinem Pferd durch Großbritannien und Irland zu reisen und die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten. Wo immer er hinkam, formte er kleine christliche Gruppen. Diese Menschen wurden Methodisten genannt. Während der Anfänge seiner Missionszeit wurden die Methodisten von der Staatskirche verfolgt. Manchmal wurden sie sogar von einem Menschenmob angegriffen und Wesley selbst wurde verboten, in den Pfarrkirchen zu predigen. Seinem Freund, dem Evangelisten George Whitefield, wurde ebenso verboten, in den Kirchen zu predigen. Also begann er draußen zu predigen. Er schlug Wesley vor, dasselbe zu tun, und genau das tat er auch. Er nahm jede Gelegenheit wahr, draußen zu predigen, wo auch immer sich Menschen versammelten. Mehr als einmal benutzte Wesley den Grabstein seines Vaters in Epworth als Kanzel, um zu predigen. Schließlich fingen die Methodisten an, Gebäude für ihre Gottesdienste zu errichten, die sie Kapellen nannten. Vor einer dieser Kapellen, namens New Room Chapel in Bristol, steht eine Statue von John Wesley. Für einen gewissen Zeitraum war dies John Wesleys Hauptstandort. 15 Jahre lang fuhr Wesley quer durch das Land und predigte, wo immer er konnte. Am Ende dieser Zeit war er einer der bekanntesten und am meisten geschätzten Männer Englands. Während seines Lebens ritt Wesley mehr als 400.000 Kilometer auf dem Pferd. Das ist weiter als die Distanz zum Mond. Er hielt dabei mehr als 40.000 Predigten. Im Jahr 1778 baute Wesley diese Kapelle im Teil der City Road in London. Selbst heute gibt es hier noch eine lebendige Gemeinde. Direkt neben der Kapelle baute er ein Haus für sich selbst, was du auch heute noch besichtigen kannst. In diesem Haus lebte, studierte und schrieb Wesley. Wichtiger aber noch, von hier steuerte er die große Bewegung, zu der sich der Methodismus entwickelt hatte. Es überrascht, dass trotz Wesleys Strenge gegenüber religiöser Angelegenheiten und der Kultur der damaligen Zeit er die Frauen ermutigte, zu unterrichten und auch inoffiziell zu predigen. Wesleys Vorstellung von einem heiligen christlichen Leben ging weit über nur fromme Worte hinaus. Er lehrte, dass man nicht sagen könne, man glaube an Jesus, sich dabei aber im persönlichen Leben nicht verändert hat. Und darüber hinaus sollte wahre Heiligkeit auch die Gemeinden und die Gesellschaft zum Besseren verändern. Aufgrund seiner Glaubenssätze wandten die Methodisten die biblischen Prinzipien der Güte und Wohltätigkeit auf die sozialen Probleme ihrer Zeit an. Daraus folgte, dass sie zu den wichtigsten Führungsleuten für viele der damals dringlichsten sozialen Probleme wurden. Wesley und seine Freunde kämpften gegen den Alkoholismus, der die Nation zersetzte. Sie widmeten sich der Versorgung und Ausbildung der Armen und holten sie sprichwörtlich von der Straße. Wesley kämpfte zeitlebens gegen die Versklavung. Zusammen mit seinen Freunden ging er gegen Korruption und Bestechung vor. Ihr Aktivismus richtete sich auch gegen Tierquälerei, setzte sich für Reformen in den Gefängnissen ein und forderte bessere Arbeitsbedingungen für Fabrikarbeiter. Kurz gesagt, es gab keinen Bereich der englischen Gesellschaft, der nicht durch den Einfluss und die Arbeit von John Wesley und seiner Bewegung verbessert wurde. Als er im Sterben lag, ergriff Wesley die Hände seiner Freunde, die bei ihm waren, verabschiedete sich und sagte wiederholt: Das Allerbeste ist, Gott ist mit uns.
Er verstarb im Jahr 1791 im Alter von 87 Jahren. Das ist Wesleys Grab neben der Kapelle in der City Road in London. Er starb als armer Mann, denn während seiner Lebenszeit gab er all seinen errungenen Besitz an bedürftige Menschen weiter. De facto schätzt man sogar, dass er 30.000 Pfund während seiner Lebenszeit für andere gab. Eine astronomische Summe zur damaligen Zeit. Aber Wesleys Vermächtnis kann niemals mit Geld aufgewogen werden. Er hinterließ eine Nation, die bei weitem reicher und stärker war als das Land, in das er hineingeboren wurde. Er hinterließ ein England, das die geistliche und moralische Stärke hatte, den Wellen der Revolution, die Frankreich heimsuchten, zu widerstehen. Denn 100 Jahre nach Wesley brachen in Europa eine Reihe blutiger Revolutionen aus. In Frankreich regierte der Terror und auch in Deutschland, Polen, Italien und dem österreichischen Kaiserreich brachen Revolutionen aus. Tatsächlich war England eines der wenigen Länder, das nicht in einen Zustand der Gewalt und des Chaos abrutschte. Warum? Weil John Wesley die Nation so vorbereitet hatte, dass sie gewaltsamen Einflüssen widerstehen konnte. Der Einfluss von John Wesleys geistlicher Erneuerung hatte England zu einer völlig anderen Gesellschaft gemacht, als es die in Frankreich war. Indem er die Menschen zu echter Religiosität zurückrief, wurde John Wesley zum Mann, der England rettete. Er hatte mit großer Sicherheit den Lauf der Geschichte verändert und sein Aufruf zu persönlicher und sozialer Heiligkeit fordert uns heute noch als Christen heraus. Wenn wir uns heute in unserer Gesellschaft umschauen, erkennen wir eine zunehmende Ablehnung gegenüber Gott und den Autoritäten, welche sich in der Vergangenheit für Freiheit in der Gesellschaft einsetzten. Man fragt sich daher, was die Zukunft bringt. Die Geschichte von John Wesley spiegelt auf großartige Weise das Prinzip aus der Bibel in Sprüche Kapitel 29, Vers 18 wider. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Das bedeutet, dass dort, wo kein Wissen über Gottes Wort herrscht oder die Bibel und ihre Botschaft abgelehnt wird, das Böse im Menschen zu schrankenlosen Taten führt. Das war in Frankreich der Fall und es wäre beinahe auch in England passiert. Aber die Botschaft von John Wesley rief die Menschen überall dazu auf, ihre Abhängigkeit von Gott anzuerkennen, sowohl im persönlichen als auch im öffentlichen Leben. Es war Religion in die Praxis umgesetzt. Sie reformierte die gesellschaftlichen Bereiche, welche am meisten von moralischer Korruption und Leid betroffen waren. Die große religiöse Erneuerung in England, die der Arbeit von John Wesley folgte, ist nur eines der vielen Beispiele in der Geschichte, die zeigen, was passiert, wenn Menschen das Evangelium für sich wiederentdecken und die gute Botschaft von Jesus annehmen. Was in England durch die Arbeit von John Wesley passierte, zeigt, wie viel Kraft und Bedeutung die Bibel hat. Es zeigt die Wahrheit und die Verheißungen, die Gottes Worte beinhalten und wie wichtig es ist, diesen nachzufolgen. Die Bibel sagt in 2. Chronik 7, Vers 14 folgendes: Wenn mein Volk, das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr geplagtes Land wieder heilen. Das bezieht sich nicht nur auf Länder oder Kirchen. Es bezieht sich auch auf uns, auf dich und mich, auf ganz persönliche Weise. Wenn du die Kraft Gottes in deinem Leben erfahren möchtest, wenn du dir eine persönliche Erneuerung in deinem Leben wünschst, wenn du bereit bist, dich vor Gott zu demütigen und ihn zu suchen, dann möchte ich dich dazu einladen, dein Leben ihm jetzt zu übergeben, während wir beten. Lieber himmlischer Vater, du hast versprochen, dass wenn wir uns zu dir wenden, du uns neue Kraft und ein neues Leben geben wirst. Danke für die Geschichte von John Wesley, denn an ihr können wir sehen, dass du treu bist und dass deine Verheißungen wahr sind. Wir bitten dich darum, dass du das, was du damals getan hast, auch heute für uns tun mögest. Es ist schwer, die Dinge zu tun, die wir tun wollen, und das zu verändern, was sich in unserem Leben verändern sollte. Bitte komm in unser Leben und verändere uns. Aber nicht nur unser Leben, sondern mögen unsere Familien und unsere Gesellschaft auch verändert werden. Wir beten nicht nur für uns, sondern auch für unser Land.
Und wir bitten für diesen Segen im Namen Jesu. Amen. Schau auch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir uns auf eine weitere Reise des Lebens begeben. Bis dahin, denk daran, das ultimative Ziel der Lebensreise ist: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei. Es wird keinen Schmerz mehr geben, denn was zuvor war, ist vergangen.